was machen, sagen, ja, wir werden ein bisschen kreativer. Ich will neben meinen wöchentlichen Vlogs auch ein bisschen wieder kreativ unterwegs sein auf meinem Kanal, ein bisschen was zeichnen, ein bisschen was modellieren und yeah, wir machen einen Speedtour. Also zumal ich habe was gezeichnet und ich habe es tatsächlich mal geschafft, das Ganze auch aufzunehmen, größtenteils. Ein bisschen der Anfang fehlt mir, wie ich mir die Pose da raussuche, aber das ist jetzt halt auch nicht so viel verloren. Und habe euch mal den ganzen Prozess mitgenommen, wie dieses Bild entstanden ist, von der Skizze zu den Linearts bis zum Ausmalen. Ja, und das ganze Bild ist auf einem Witz entstanden, den Tobias Huch auf seinem Kanal gemacht hat. Das ist nämlich folgender Clip. So, Tobias Huch ist der Succubus. Nein, ich bin der Subkubus. So läuft das. So und nicht anders. Ja, und ich dachte mir, oder ich hatte dann direkt die Idee, lol, das zeichnest du jetzt. Und wie ihr seht, ja, das zeichne ich jetzt. Und ihr habt das schon gezeichnet, aufgenommen. Ich habe das Bild, glaube ich, auf Social Media schon hochgeladen und das Timelapse kommt ein bisschen später, aber ja, momentan bin ich ja in Reha und habe ein bisschen Zeit, jetzt gerade Abend, vielleicht einfach ein paar mehr Videos zu machen und ein bisschen einfach mal wieder kreativ zu sein. Und sollte irgendwie die Tonaufnahme anders sein und ein bisschen komisch klingen, eventuell hört ihr einen Brummen im Hintergrund, das liegt daran, dass ich momentan an meinem Laptop bin. Ich konnte ja meinen Desktop-PC nicht mitnehmen. Ich bin an meinem Laptop. Und der ist etwas lauter. Ich hoffe, ich kriege das mit der Rauschunterdrückung noch rausgefiltert. Wenn nicht, wisst jetzt, worum es geht. Die nächsten Wochen könnte es sein, dass ihr bei Speedtours oder sonstigen Sachen, die ich mache, eventuell ein leichtes Brummen im Hintergrund hört. Eventuell hört ihr auch einfach andere Geräusche, wie sonst. Meistens waren es ja bei mir immer Autos, die zu schnell gefahren sind. Und ja, hier fahren zum Glück weniger Autos, aber man hat andere Geräusche. So. Okay, ich hatte nun die Idee, ich will was zeichnen und ich habe mir gedacht, ob ich eben vielleicht erst doch wirklich eine Succubus zeichne oder Tobias Huch als Succubus zeichne, das fand ich auch ganz lustig. Dachte aber dann, nein, ich habe jetzt letzte Zeit oder generell, wenn es jetzt nicht Chibis sind, habe ich generell ja fast nur Frauen gezeichnet. Und das ist jetzt eine gute Gelegenheit, doch ein paar mehr Männer zu zeichnen. Das einzigste Bild, an das ich mich erinnere, gerade so aus dem Stegreif, ist das Trimont Saiyajin, wo ich ihn als Saiyajin gezeichnet hatte. Das hier, wenn ich es finde, blende ich es ein. Wenn nicht, guckte gerade ein bisschen doof. ja, und dachte mir, ja, ein bisschen mehr für die Gleichberechtigung, so ein Film Männer zeichnen. Und habe dann aus dem Succubus ein Incubus gemacht, was quasi das männliche Pendant ist. Und ja, habe einen Tobias Huch Incubus gemacht. Und den Prozess seht ihr ja im Hintergrund. Ich habe mir, weil ich halt so wenig Männer zeichne, erstmal ein paar Referenzen gesucht. Das ist meine Bitte, ich habe die Referenzen leider jetzt hier nicht drin. Ich habe den einzigen Referenz, die ihr seht, ist hier den Tobias Huch, damit ich weiß, wie er aussieht, wie man ihn zeichnet. Weil ich mir das nicht merken kann, wie Leute aussehen. Das ist immer besser, eine Referenz zu haben. Und auf meinem zweiten Bildschirm hatte ich zu der Zeit halt noch ein paar Figuren, also ein paar Zeichnungen und ein paar ja, Fotografien von Männern, einfach, also von muskulösen Männern. Deswegen ist er ein bisschen muskulöser geworden, wie ich eigentlich wollte, damit ich einfach sehen kann, wie die Muskeln miteinander funktionieren. Einfach ein besseres Bild zu haben, wie man halt so einen männlichen Körper macht oder vielmehr einen männlichen Torso. Weil, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, so der klassische feminine Körper, der funktioniert ein bisschen anders wie der klassische maskuline Körper. Da sind ein paar Sachen unterschiedlich. Ich glaube, ihr habt da beim Biologie genug aufgepasst, was so Körperbauten angeht, dass da doch klar ist, die funktionieren ein bisschen anders, also optisch sehen die ein bisschen anders aus. Die Frau ist ein bisschen runder und weicher gezeichnet und Männer sind jetzt mehr so, ja, kantiger. Ich glaube, so erkläre das. Ich muss so ein bisschen um die Begriffe rundherum tanzen, weil ich mir nicht wirklich sicher bin, was alles okay ist auf YouTube zu sagen. Da ich momentan ja doch mit meinen über 1000 Abonnenten, was halt echt super geil ist, hätte ich nie gedacht, vielen, vielen Dank, dass ihr so viele geworden seid und alle hier seid und ich bin begeistert, dass der Kanal so groß geworden ist. Damit habe ich nie gerechnet. Ich bin ein bisschen überfordert damit.
Leider reicht es noch nicht so ganz, dass ich irgendwie monetarisiert werden kann, auch wenn YouTube schon Werbung draufschaltet, aber ich kriege leider davon nichts. Vielleicht ist das irgendwann mal soweit. Wenn es wirklich soweit ist, werdet ihr es erfahren. Da kriegt ein dickes, dickes Danke-Video. Und vielleicht schaffe ich es dann auch, ein bisschen was zu verlosen, je nachdem, ja, wo ich dann bin. Ich weiß nämlich noch nicht, wo es mit meiner Reise überhaupt hingeht in der Reha. Und ja, da wird es auf jeden Fall dann was geben. Ihr seid einfach cool. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich. So, kurz vom Fahrrad abgekommen, aber das war mir wichtig. Ich wollte auch nochmal Danke sagen. Ja, ich habe mir Referenzen ausgesucht. Ich blende euch auch noch mal ein paar Bilder ein, einfach so von ein paar Bildern, die ich benutzt habe. Ich habe jetzt nicht die 1:1 Bilder, weil ich habe die auf meinem PC und nicht auf meinem Laptop, aber so, dass ihr wisst, was ich mir rausgesucht habe. Weil Referenzen sind wichtig, gerade wenn ihr Sachen noch nicht gezeichnet habt. Und ihr könnt von alles Referenzen machen. Ich hatte jetzt zum Beispiel Referenzen von einmal dem Tobias Huch, damit ich weiß, wie er aussieht, was so seine Körpermerkmale sind. Gerade das Gesicht ist ja meistens sehr wichtig, dass man Leute erkennt. Wenn man nicht, wie ich, gerade gesichtsblind ist, erkennt man Leute doch am Gesicht wieder. Und natürlich dann halt die, ja, Männer, muskulösen Männer, damit ich einfach sehe, wie der Körperbau aussieht. Ich habe mir extra die muskulösen Männer rausgesucht, damit ich einfach weiß, wo die Muskeln sitzen, um das einfach ein bisschen besser einschätzen zu können für mich. Wo ist was und wie hängt das zusammen? Wie ist die Struktur? Und ja, wie hängt das alles zusammen? Ist generell eine wichtige Sache bei Anatomie. Für alle, die Anatomie nicht so gut können, ich zähle mich dazu. Meine Anatomie ist jetzt auch nicht so die beste. Aber ich werde immer ein bisschen besser. Und das ist ja immer das Schöne. Bei jedem Bild kann man das spätere Bild oder das Bild danach immer ein bisschen anders oder besser zeichnen, wenn man weiß, wo der Fehler liegt oder wenn man einfach ein paar Sachen ausprobiert. Generell habt keine Angst vor Fehlern. Fehler sind wichtig. Man muss aus Fehlern lernen. Ja. Dementsprechend habe ich mir halt die, ja, diese meist medizinischen Dinge herausgesucht. Was auch eine coole Übung ist, ich werde da wahrscheinlich mal demnächst, wenn ich es schaffe, ein paar Tutorials gemacht werden haben. Genau. Zeit funktioniert anders bei mir. Zeit ist so eine Sache. Ich werde demnächst, wenn ich es zeitlich schaffe und energiemäßig schaffe, mal ein paar Tutorials hochladen. Für Übungen und Sachen einfach so, Tipps und Tricks, die ich habe fürs Zeichnen, da wurde ich jetzt viel danach gefragt und da gucke ich mal, dass ich da ein bisschen was zusammensammeln. Und falls euch da was einfällt, falls ihr auch noch coole Sachen habt, könnt ihr die mir gerne schreiben. Wir können auch mal Kollaborationen machen oder ein bisschen Gruppenarbeit sammeln, was man so machen könnte. Und dann machen wir das alles gemeinsam und zusammen und helfen uns gegenseitig. Ich finde es immer eine komische Sache, gerade im Internet sind ja die Künstler doch sehr toxisch und dramamäßig unterwegs. Ich fände es viel cooler, wenn man sich untereinander unterstützt. Das fände ich viel, viel netter, viel schöner, wie jetzt gegenseitig immer wieder gegeneinander feiern. Ich weiß, Drama und sowas macht doch viel Spaß mit zuzugucken. Aber wenn man dauerhaft unter Dauerfeuer steht und Drama, Drama, toxic, toxic, finde ich das nicht so auf Dauer nicht so eine gute Lösung. Gerade wenn es halt so ein, ja, Default-State schon ist, wenn man halt als Künstler irgendwas hochlädt und irgendeinem anderen passt irgendwas nicht. Oder wehe dem, der Charakter sieht zu nah an dem aus, den anderen hat, der aus sie ist, hat ein blaues T-Shirt, der andere hat auch ein blaues T-Shirt, also Sachen. Vielleicht schaffen wir es ja mal im deutschen Raum eine angenehmere Kunst-Community zu machen. Und uns nicht gegenseitig wegen jeder Kleinigkeit zu ärgern. Klar sollte man schwarze Schafe auch benennen, damit auch keiner drauf reinfällt. Aber ich glaube, das ist einfach mal eine Situation für ein nächstes Video oder ein anderes Video, dass wir mal über ja, diese schwarzen Schafe reden, wie man die erkennen kann, worauf man achten könnte, wenn man gerade Commissions also machen möchte, um einfach nicht beschissen zu werden, sowohl einmal von der Künstlerseite aus, als auch von der Käuferseite aus, weil beides bin ich schon gewesen, beides habe ich ein bisschen Erfahrung. Und dann will ich euch an dem, was ich so gesammelt habe, ja, mal kundhaben lassen oder teilhaben lassen. Und ja, vielleicht kriegen wir dann einfach mal ein bisschen, bisschen Entspannung und danach... Ich hab den kompletten Faden wieder verloren. Egal, ich lasse das jetzt so und passt schon. Embrace the Chaos. Ja, ich glaube,
Ich habe mich total verrannt. Ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hin wollte. Aber ich denke, ich habe jetzt knappe 10 Minuten gelabert. Ich glaube, ich schneide das Video auf 10 Minuten und dann ist das gut. Und ja, lasst mir doch mal Ideen da, wenn ihr irgendwas Bestimmtes sehen möchtet, gerade was an Tutorials oder Tipps angeht. Wenn ihr euch irgendwas ganz stark interessiert, ihr seht zum Beispiel Anatomie, was gibt es in Übungen, die ich machen kann, um besser in Anatomie zu werden? Oder was sind verschiedene Tools oder Möglichkeiten, wo ich einfach ein bisschen besser zeichnen lernen kann? Wie kann ich generell erstmal starten mit dem Zeichnen? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was kann ich für Programme nutzen und so weiter? Ich habe in dem Video, was ihr gesehen habt, auch ein neues Programm genutzt, was ich neu hatte. Ich habe ja sonst immer mit Paint Tools Sai und Photoshop gezeichnet und bei dem Video habe ich Paint Tools Sai und Clip Studio mal genutzt und ich bin ganz begeistert von Clip Studio und werde das auch weiterhin benutzen. Also werde ich zwischen Clip Studio und Photoshop zum Ausmalen hin und her wechseln, je nach Lust und Laune. Ich werde wahrscheinlich beides benutzen. Und ja, wir können uns vielleicht ein paar Programme einfach mal ansehen. Welche Programme gibt es denn eigentlich? Was ist kostenlos? Was kostet ein bisschen? Wie viel kostet das? Ist das ein Monatsabonnement oder so weiter? Ich glaube, sowas wäre auch mal ganz interessant für Leute zu wissen, die halt einfach noch nicht angefangen haben, aber es gerne mal ausprobieren möchten. Und dann, ja, wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Das war's für den Video. Und vielen, vielen Dank, dass ihr da seid und so fleißig immer kommentiert und lieb seid. Und habt einen wunderschönen Tag noch.